So, willkommen zu einer neuen Folge. Keine Ahnung, ist ein kleines Special auf meinem Kanal. Wer das NHR-Battle von mir verfolgt, der kennt vielleicht Mimetic, der kennt vielleicht Star, der kennt vielleicht Klobrille Joe, der kennt auf jeden Fall die Confi. Wer nicht, denen wollen wir jetzt was zeigen und euch eine Möglichkeit geben, was Cooles gratis abzustauben und zu zocken. Die Zocker unter euch, die können jetzt mal aufpassen, die kriegen gleich was. Wir haben uns nämlich letztens T-Shirts bestellt. Hier sieht man das. Da steht auch Mimetic drauf und nicht nur ein Mimetic-Shirt, sondern auch die Confi-Shirt. Hat der Ditchen sich eins bestellt, ich habe mir eins bestellt, weil wir die Jungs unterstützen wollten. Dafür müssen wir aber mal kurz auf YouTube, damit ich euch mal zeige, um was es da überhaupt geht. Ich mache ja eigentlich immer ein Battle-Turnier, das NHR-Battle, ne? Also wenn ihr jetzt mal auf YouTube geht und dann NHR-Battle eingebt, NHR-Battle, dann seht ihr hier das NHR-Battle. Also für alle Leute, die Battle-Turniere gucken oder die gerne mal bei einem Battle-Turnier teilnehmen wollen oder die auf Rap-Musik stehen oder die gerne unterhalten werden wollen, die können natürlich gerne mal beim NHR-Battle vorbeischauen. Da sind wir momentan auch, da mache ich auch immer hier Streams, Auslosungs-Streams, Bewertungs-Streams, da gehen richtig die Sachen ab. Guckt euch das an hier, 9000 Aufrufe, 13.000, 16.000, 22.000, 80.000. Hier sind die vergangenen Turniere schön zusammengefasst. Bis 2014 geht das zurück, da war nämlich das erste NHR-Battle. Und jedes Jahr haben wir interessante, junge, talentierte Teilnehmer. Manche, die sind richtig dope und reißen die Hütte ab. Andere sind sehr kreativ, unterhaltsam und lustig, wo die meisten sagen würden, das hat mit Rap nichts zu tun. Aber die sind trotzdem sehr unterhaltend, wie bei DSDS, die Castings. Das sind ja auch immer ein paar spezielle Leute dabei. Das wollen wir nicht. Und einer ist dieses Jahr auch ganz besonders aufgefallen, nämlich Mimetic. Der hat es am weitesten geschafft von seiner Gruppe. Der gehört ja auch zu die Confi wie der Rest. Ich will euch ganz kurz mal ein Stück von der Quali zeigen, bevor wir zu dem Spiel kommen. MC Ramsel. Du hast Tomaten auf den Augen, was willst du denn sehen? Den richtigen Riecher mit deinem Knoblauch. Was, du bist der beste Koch der Welt? Ey, der Schuppen ist veraltet und die Suppen sind versalzen. Tote Zeile. Also lass das Kochen lieber bleiben. Ihr hört also, das ist eigentlich meilenweit entfernt von richtig krassen, dopen, brutalem, krassen Rap. Aber das klingt irgendwie sympathisch. Und wenn ich mir die Videos dazu angeguckt habe, meistens hat ja der hier Video Dustin von die Confi. Der Dustin von die Confi, deswegen auch die Confi-Shirts und eben explizit auch Mimetic-Shirts, hat meistens die Videos lustig umgesetzt. Hier seht ihr so einen Ramses, der da durch die Gegend steppt. Du faules Früchtchen, was du machst, ist Banane, du bist feige. Wir beide sind gar nichts. Oder hier werden einfach die Videos wild zusammengewürfelt. Und was besonders war, gerade am Anfang hat meistens Dustin von die Confi irgendwelche lustigen Intros dran geschnitten oder Outros. Und es ist schon so eine gewisse YouTube-Kacke irgendwie entstanden aus den Videos, die ich sonst immer so mache bei Ramses Kitchen. Oder eben aus den Streams, die ich so mache. Ich zeige euch nochmal kurz den Anfang, dass ihr das nochmal kurz mitkriegt. Dann zeige ich euch ein anderes Beispiel. MC Ramsel. Wisst ihr Bescheid? Hier zum Beispiel auch ganz deutlich zu sehen, wenn ihr den Anfang euch anguckt. So eine Scheiße. Wenn ich jetzt auf Y drücke, steht da YouPorn. Das kann ich nicht machen. Wir drücken mal auf Y. So ist. Da haben wir jetzt Rinsch drauf, Rinsch auf dem Ramsel. Rinsch. Blut, Sport ab heute geh ich aus. YouPorn. Ich ziele auf den Psycho-Nick. Heute stirbt Psycho-Nick. Rinsch. Habt ihr auch Rinsch drauf? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Und auf jeden Fall, jetzt worum es eigentlich ging. Mimetic musste eine Runde machen gegen Fragezeichen. Das seht ihr hier unten. Mimetic featuring Enigma no Sekai gegen Fragezeichen.
Jetzt war Fragezeichen ein Rapper, über den gab es nichts zu finden, nichts zu sehen. Der hat unbekannterweise mitgemacht, hat sich einfach nur Fragezeichen genannt. Und Memetic hat sich gedacht in der Runde, über den kriegen wir doch bestimmt was raus. Und hat mal gegoogelt, weil er irgendwie seinen Instagram-Account gesehen hat. Es erklärt sich gleich alles, was das mit dem folgenden Spiel zu tun hat. Ein Moment. Du dachtest, du hast kein Image. Du dachtest, wenn du dich Fragezeichen nennst und dein Gesicht nicht zeigst, wie soll man dann Lines gegen dich bringen? Aber du hast falsch gedacht. Dein Instagram-Account hat dich verraten. Das Hammerhuhn, auch mal Leo genannt, ist laut Wikipedia ein mittelgroßes, schwarzes Großfußhuhn. Hast wohl gehofft, dass das nie jemand herausfinden wird, doch nun ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Und das war so genial. Es gab wirklich nichts über den Gegner. Er hat dann aber gesehen, sein Instagram-Account heißt Maleo. Hat er mal gegoogelt, hat gesehen, Maleo, so wären auch diese Großfuß-Vögel, Hühner, was weiß ich genannt. Kogels. Und dann hat die Runde richtig angefangen und ihr seht so einen Startbildschirm hier. Vogelschießen, NHR Runde 2 gegen Fragezeichen. Click the left mouse button to start. Press escape to exit the game. Und ich dachte, ach, da haben sie sich aber viel Mühe gegeben, da mit dem Video wieder mal. Und ganz am Ende steht dann einfach dabei. So, hier. Spiel von Mauls die Konfi. Download-Link in der Beschreibung. Und das war das Geniale an der ganzen Sache, denn wenn ihr in die Beschreibung geguckt habt, steht hier wirklich das Spiel zur Runde. Und da kann man drauf gehen. Da kann man sich das Spiel runterladen. Memetic NHR 40. Vogelschießen. Das könnt ihr mal machen. Entweder sucht ihr die Memetic-Runde, Memetic NHR, dann seht ihr das schon. Oder guckt einfach in die Beschreibung. Ich werde die Runde auch in die Beschreibung packen. Und ich werde den Link zum Spiel natürlich auch in die Beschreibung packen. Und damit ihr seht, in der Runde hat er das Spiel gespielt. Oder beziehungsweise Mauls hat das Spiel gespielt. Und die Musik, die in dem Spiel dabei ist, das ist der Beat, auf dem die Runde einfach gemacht wurde. Keinem Eindruck gemacht. Und der springende Punkt ist, dass dieser Schwachmat auch mit Ausrufezeichen keine Punchlines hat. Du mit deinem Image bist doch echt nicht ganz dich. Du sagst, du bist einfach nur die Frage an sich. Ich sage dir von Angesicht. Und ihr seht das schon genial gemacht. Das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe mir das nämlich runtergeladen. Ich habe mir das mal installiert, das ist hier, Memetic, ne? Vogelschießen. Wenn ich da drauf gehe, startet das dann. Irgendwann. Die Konfi. Vogelschießen. Guck dir das an. NHR Runde 2 gegen Fragezeichen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den Ton noch ein bisschen leiser machen muss. Oder ein Ditschen. Oder ob der so geht. Ne, der Ditschen, der kann ruhig reden. Niemals. Und ihr seht jetzt, wenn ihr drückt, dann kommt ihr direkt in das Level und guckt euch das mal an. Das sieht doch richtig genial aus. Ihr habt so einen Bildschirm. Ich weiß nicht, ob man mich noch genau hört oder ob ich die Musik hätte leiser stellen müssen. Auf jeden Fall habt ihr hier so einen richtig genialen... Ich glaube, ich muss es doch ein Stück leiser machen. Warte mal. Ich komme immer noch nicht rüber, oder? Ich muss nochmal zurück. Denk an meinen Penis. So. Das heißt hier mal, wohl. Was ist denn mit deinem Penis? Der tropft halt. Aha, cool. Zu viele Vögel abgeschossen. Ich mach's mal noch ein Stück leiser, dass das nicht zu heftig laut ist. So. Ich drück jetzt nochmal drauf. Ich kann nämlich im Spiel kann ich nicht auf den anderen Bildschirm zugreifen. Damit ihr das alles mal hier so mitkriegt, wie das ist, ne? Cooles Siege. So. Ach, jetzt kann ich komischerweise rüber, ja? Ihr habt nämlich hier oben rechts in der Ecke steht dann auch immer Gegner 0 von 16 und ihr müsst 16 Gegner besiegen, bevor ihr dann ans Ende des Levels kommt. Jetzt schiebe ich euch aber wieder hier hoch und beginne die Runde, beginne das Level.
Ihr habt 100 Leben natürlich. Wenn die aufgebraucht sind, seid ihr tot. Oben steht also Gegner besiegt. Das seht ihr halt jetzt nicht mehr. Ihr habt 20 Punchlines. Und immer wenn ihr Munition einsammelt, kriegt ihr wieder Punchlines dazu, sozusagen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß die Steuerung gar nicht mehr. Ich die mal beleuchten. Ach, ich glaube, ich habe sowieso immer nur auf vorne gedrückt und bin dann da rumgelaufen. Hier, Punchline-Award, ne? Konnte man auf jeden Fall Punchlines einsammeln. Jetzt hat man nochmal 30 Stück bekommen. Das ist wichtig, die braucht ihr. Das ganze Level ist auch geschmückt mit interessanten Postern, die man sich so angucken kann. So, ich muss mal noch leiser machen, dass ich nur mich höre. Hä? Genau, die ganzen Levels sind auf jeden Fall geschmückt mit irgendwelchen Postern. Und dann rennt ihr hier durch die Türen und müsst aufpassen, da kommen nämlich dann die Gegner. Da kommen diese Hühner, diese Maleo-Hühner. Und die wollen euch natürlich ans Leder. Ich habe Angst, wo sind die Hühner? 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 Keine Hühner da, sehr schön. Dann gehen wir wieder zurück. Hier überall habt ihr komische Bilder, wo man meistens gar nicht weiß, was das sein soll. So. Was ist das für ein Dude, Alter, ich verstehe es nicht. Da sind auch Bilder vom Ramses versteckt irgendwo. Da kommt doch bestimmt gleich einer. Da schießt schon einer. Da. Piu, piu. Piu, piu. Nicht, dass da noch einer ist in der Ecke. Allein ist nicht. Super. Da, schönes Familienposter. Da ist noch eine Tür. Da ist auch eine Tür. Mein Therapeut Thanos Jumbo ist nicht real. Er kann dir nicht wehtun. Kennt ihr Thanos Jumbo statt Jumbo Schreiner? Keine Ahnung. Ich höre das. Thanos ist von... Wie heißen sie denn hier? Die Avengers. Oder wie die heißen. Ich habe es auf jeden Fall noch nie geschafft, zum Ende zu kommen und alle 16 Gegner zu finden. Der David hat es letztens geschafft. Aber für mich ist das Spiel viel zu hart, viel zu crazy. Jetzt haben wir hier einen Melonengang. Da gehen wir auch mal durch. Aber noch einer, wunderbar. Erstmal den Raum cleanen, ne? Also ich bin hier kein großer, fetter Eco-Shooter-Typ. Nintendo.de, macht euch bereit zu sterben. Was ist los, Mann? Wer will hier sterben? Was ist das? Krapfen. Frikadelle 1,95, auf jeden Fall. Wenn da Senf noch drin wäre, dann wird es ja noch besser zur Frikadelle passen. Aber hier in dem Raum ist nichts mehr. Also können wir wieder zurück. So. Von wo kommen wir denn? Bestimmt von da drüben. Also laufen wir mal hier durch. Okay. Okay. Du nicht. Rotkäppchen, der böse Wolf und... Oh mein Gott! Ich hätte mal aufpassen müssen, wo der David lang rumgerannt ist. Hier haben wir nochmal Punchlines. Und hier was zu essen, zu trinken. Mh, lecker. Endlich belegtes Brötchen. Ich raff's halt nicht. Das ist mir alles zu hoch, was die da machen. Hier muss ich aber noch hin, da war ich auf jeden Fall auch noch nicht. Ein langer, böser Gang. Ich glaube, hier war der Raum, da waren gleich 4 Stück oder 3. Ich weiß es nicht. Ah, da ist gar keiner. Adi. Okay, ein Hammer. Einfach versteckt. Ist ja egal. Die sind gar nicht so böse. Doch, mach's kaputt. Du musst auf den Kopf zielen, glaube ich. Die haben doch gar keinen Kopf. Nee, den Kopf halt. Was hier, Franklin? Franklin? Kenn ich nicht. Gut, geh ich wieder weg. Ist ja sonst noch was Interessantes in dem Abschnitt? Da vorne ist auch nichts drauf. Ich glaube, hier kann ich wieder zurück. Ja, zurück auf jeden Fall. Boah, wenn ihr richtige Ego-Shooter-Fans seid, ihr kennt euch bestimmt übelst aus und wisst, was ihr machen müsst. Also, gerade mit der Steuerung, dieses ganze Rumgezappel, ist für mich einfach nur sehr gewöhnungsbedürftig. Ich zocke sonst nie am PC. Ich zocke ja noch nicht mal auf der PlayStation in letzter Zeit. Da drüben war ich, glaube ich. Genau, da gab es nur Items. Nein! Turn around.
Was ist denn? Da, da. Da war ich doch, da habe ich doch die Sachen gerade eingesammelt hier. Yes. Jetzt bin ich auch raus. Ja, da habe ich gerade die Sachen eingesammelt und bin dann in den anderen Gang. So. Hier bin ich abgebogen, obwohl ich noch hier hinterhin gehen könnte. Hallo, man. Hallo? Da war dunkel. Alles dunkel, schnell durchrennen. Auf jeden Fall, immer auf Kopf. Hier war ich auch noch nicht, oder? Das ist knuffig. Wo bin ich jetzt reingekommen? Da hinten. Ich muss mich mal an der Wand halten. Mhm. Aber ich muss trotzdem gucken, was... Der dreckige Thanos schon wieder. Das heißt, ich muss hier hin. Nicht Anus. Da, Maleo, da ist es doch. Ich bin jetzt da. Bring's um. Toll. Punchlines. Bring mal um. Lecker. Aber hier geht's natürlich auch nicht weiter. Ist aber ganz gut. Dann weiß ich, wenn ich von da komme, dass ich nach da noch gehen kann. Ich glaube, mit ein bisschen... Kopf, Junge! Mit ein bisschen in der Gegend rumirren. Es braucht doch sowieso immer zwei Schüsse. Hier muss ich auf jeden Fall hin, wenn ich alle Gegner umgebracht habe. Was ist das? Auf jeden Fall hässlich, cool. Denn hier dürft ihr dann langlaufen, dann kommt ihr zum Endboss. Und der Endboss ist ja, glaube ich, dann ein Fragezeichen. Naja, ich muss erst 16 Gegner umbringen. Jetzt bin ich bei 8 von 16, das seht ihr ja nicht, weil es oben zugedeckt ist. Hier hinten dürfte auch nichts weiter sein. Amene, Ameno. Ach, Ameno, Ameno. Nix American. Das wollen wir nicht. Sag mal, kauf dir doch mal eine Brille oder so. Dann geht's ab. Kenn ich nicht, gut. Alles. Was ist das? Nachladen, Junge. Ruhe bitte, Ruhe, ne? Auf jeden Fall. Ey, das Spiel kennt mich. Ich lauf aber erstmal weiter geradeaus. Ist das nicht hier Jack Horseman oder wie Nein, der heißt? Nein, Bob Horseman. Heißt der nicht Jack? Ah, mein Handy. Soll ich gleich googeln oder was? Nein, du musst spielen. Meiner Meinung nach heißt der Jack. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Jack Horseman kennt oder wenn ihr Bob Horseman kennt, was wohl passen wird. Jack oder Horse. So, dann müssen wir, glaube ich, hier rein. Immer diese langen Gänge. Nichts. Nein! Genau. Also, wir nehmen die linke Tür. Das ist safe. Dann können wir zurück und in die rechte. Das ist safe. Junge. Wie nah stehen denn die Gegner jedes Mal an einem dran? Auf dem Kopf. Junge, genau. Ich kann nicht zielen. Die sind doch eh nach zwei Schüssen tot. Hier ist der Ramses beim Bier trinken. Ja, dann schießen ab. Da das gute Sternburg. So. Ich würde mal cheaten, aber... Einfach nach oben. Gehen wir jetzt zurück oder gehen wir hier weiter? Vielleicht kommen wir dort rüber auch dahin. Also gehen wir von hier nach rechts. Dann müssten wir ja hier zu dem Gang kommen mit dem hässlichen Poster. Nein, dann müsst ihr ja hier... Nein! Da hinten ist das hässliche Poster. Genau da! Und da nochmal der Ramses, den kann man aber nicht einsammeln. Das war das Poster, was ich gemeint habe. Nach oben zielen. Bin ich jetzt hier? Nein. Ich wollte doch mal, aber... Ich muss... Ja. Ich muss mir die Tür hinter mir dort merken. Die brauche ich auf jeden Fall noch. Aha. Ah! Die Special Effects sind sau gut. Mhm. Wie haben wir denn schon gekillt? Mhm. 13 von 16. Dringend. Ha, der konnte nicht mal schießen. Weil er was kann. Sag immer noch, dass er... Erstmal Tee-Time. Okay. Ja, da kann ich ja nicht. Hier gibt's noch einen Raum rechts, da gibt's noch einen Raum geradeaus. Ah nein, Mann. Hier steht, glaube ich, immer einer um Pass die Ecke. Auf, links. Aber der macht nichts. Guck. Kopf. Brauche ich auch zwei Schuss. 15. Das hat mir nichts gebracht. Scheißegal. Wir sind den Coder. Du bist ein Killer. Jetzt weiß ich ja ungefähr, Achtung! Was fehlt. Wenn ich hier drin war, muss ich noch einmal hier rüber.
Nein. Ah. Aus dem Melonenraum raus. Entschuldigung. Ach, hier beim Ramses. Da liegt der Ramses wieder in der Wohnung. Wie man den kennt. Zack, Strümpfe. Dadus, hier ist der Ränsel an die Beine, ne? Schießen ab. So. Hast alle. Und wie komme ich jetzt zurück? Am besten, am leichtesten. Da lang, da lang. Ich muss ja jetzt wieder in den hässlichen Raum, wo so viel war. Ja. So viel zum Thema. Ich halte es mal. Ja, genau. Toll. Ja, genau. Das ist genau der Anfang, wo ich war, oder? Dann renn mal jetzt einfach wild durch, in der Hoffnung. Irgendwo das Ende zu finden. Was ist das Ende? Der Ende ist nicht der Anfang. Ah, jetzt wollen wir schlecht. Herr Ramses, einfach einmal erschrecken, bitte. Es war ja sowieso ein ganz kleiner Raum und dann bist du direkt schon dahin gekommen. Ich glaube, ich bin viel zu weit am Rand irgendwo. Das ist bestimmt schon wieder zu weitläufig. Hollywood. Hier ging es ja eh nicht weiter. Gab's ja euch wohl eine Map? Und die immer den... Ja, aber da weiß ich ja trotzdem nicht, wo ich bin ungefähr. Ich merke mir doch nichts. Entschuldigung. Hier gab's die zwei Türen, wo ich... Hier, durch die bin ich nie durchgegangen. Merkst du was? Ah! Da, den kenne ich nämlich nicht. Aber, komm wo raus? Hm. Oh, ist der letzte Raum auf jeden Fall, wo der letzte Gegner war. Hm. Das war der Gegner. Dann können wir ja mal von dem Weg aus zurückgehen, weil wir ja wieder dahin müssen, wo die drei... Melodien. So... Dann sind wir nämlich von hier gekommen. Jetzt will die Fahrschulmusik. Ah! Großer dreckiger Raum. Ja, jetzt bin ich. Ah. Hier waren, glaube ich, auch nur Items. Genau, schon wieder so. Das. Jetzt finde man nicht so wie so ein... Muss ich aber. Muss ein Scheiß, Junge. Beruhig dich. Beruhig dich. Was hast du denn für Tipps? Einfach mal eine Pirouette drehen. Das würde ich ja. Das Idee im nächsten Video. Lach nicht, Junge. Hier gab's ja nur eine Tür. Das ist die, aus der ich natürlich nicht. In die ich natürlich nicht rein bin. Das war unser Raum mit den zwei Postern hinter mir, mit dem einen Poster. Oh, ist aber süß. Oh, Schwuchtel. Ah! Rein. Sind wir schon wieder da? Scheiße. Da ist es doch. So. Ich habe nur noch 85 Leben. Ich glaube, jetzt wird's behindert. Ich kann mir vorstellen, dass man das Level gar nicht, also dass man den Gegner, der jetzt kommt, gar nicht schaffen kann. Weil der einfach permanent auf einen drauf schießt. Das heißt, ich sterbe eh gleich. Und dann steht da nämlich, dass der Gegner gewonnen hat. Und das war wahrscheinlich das Konzept der Runde, dass der Gegner gewinnt, weil Mimetic dachte, er hat eh keine Chance. Aber wir gucken mal. Nö. Nächste Runde. Ich will da nicht rein. Ja. Du. Du Vogel. Auf den Kopf. Ey, ich hab du umgebracht. Mimetic gewinnt. Das war ja behindert, einfach in der dreckigen Tür stehen bleiben, bis er rankommt und schiebt einen weg und dann einfach schneller drücken als er. Ich glaube, wenn ihr in den Raum natürlich reinrennt, dann könnt ihr dort auch nochmal Punchlines aufsammeln und ihr könnt auch nochmal Energie aufsammeln natürlich, aber habe ich jetzt nicht, ne? Bin auf jeden Fall trotzdem begeistert. Hätte ich nicht gedacht. Beim letzten Mal habe ich irgendwann aufgegeben, weil ich die restlichen Gegner nicht mehr gefunden habe. Jetzt mit tatkräftiger Unterstützung vom Ditschen, der mich die ganze Zeit beleidigt hat, haben wir es natürlich geschafft. Deswegen richtig gute Sache. Ihr könnt auch jetzt, wenn ihr R drückt, zurück zum Titel gehen oder mit Escape zum End of the Game. Also wenn ihr R drückt, kommt ihr hier hin. Aber wenn ihr jetzt nochmal Escape drückt, dann zack, seid ihr auf jeden Fall wieder draußen.
Ich kann es euch also mal empfehlen, wenn ihr Bock habt, mal auf eine kleine spaßige Runde euch da durchzuwühlen, selber mal gucken auch, wie lange ihr braucht. Kann man ja auch so machen. Man kann einfach mal gucken, wie lange man braucht oder so. Und dann ladet es euch halt mal runter. Mematic NAR Runde 2. Vogelschießen. Hier, so sah das bei denen halt auch aus, dass sie da durchgerannt sind so. Mach's für einen auf Riddler, aber ich hab das Enigma-Feature. Ich hab die Nase vorn gegen dich, du Verlierer. Wie gesagt, der Download-Link zur Runde steht auf jeden Fall in der Beschreibung. Und die Runde steht auch nochmal unten. Deshalb Grüße gehen raus an Mematic. Grüße gehen raus an den Dustin von die Confi. Grüße gehen raus an Lux. Grüße gehen rauf an Mauls. Und wer sonst nicht noch alles dabei ist, auch an Enigma no Sekai. Und generell an die Leute, die das NAR-Battle immer verfolgen und supporten und gucken und machen und tun. Also, das war's von meiner Seite aus. Von unserer Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ah, hier, stoppen.